in Skype auf beschäftigt gestellt. Boah, das war ja unmenschlich das letzte Mal. Kaum nimmst du auf, wirst du angeschrieben. Wow. Ich hab nur Freunde, wenn ich beschäftigt bin. Das ist doch blöd. Nein. Pokémon Ranger! Spuren des Lichts. Ach ja. Ich finde ja immer noch, was Suicune fehlt und was die mit dem Lavados machen, ist auch noch was Frage. Tja, so viele Geheimnisse bleiben noch offen. Obwohl wir das Versteck in die Luft gejagt, versenkt haben. Und wer weiß, vielleicht wird sich Azur Auge irgendwann dafür bedanken, dass wir sie gerettet haben. Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht, oder? Ja. So habe ich so wenig Leben. Nee, Moment, besser gefragt, wieso habe ich immer noch so wenig Leben? Egal. Schön, dass ihr beiden wieder da seid. Na, dann lasst einen alten Mann nicht warten und schießt gleich einmal los. Bla 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 bla. Verstehe, deshalb seid ihr also klitschnass. Da habt ihr einiges durchmachen müssen. Hut ab vor eurer Leistung. Ich kann verstehen, dass es euch sehr wurmt, den Feind die Flucht ermöglicht zu haben, aber ihr habt zweifelsohne die einzig richtige Entscheidung getroffen. Es ist nämlich eine der Hauptaufgaben eines jeden Rangers, Menschenleben zu retten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um das eines Freundes oder Feindes handelt. Wir werden dazu Auge schon wieder aufspüren, stimmt's? Ach eh, ich vergesse. Mit der Reparatur der MS Ranger wendet ihr euch am besten an Booker. Bei allem, was mit Schiffen zu tun hat, kennt Booker sich am besten aus. Dieser Grundsatz gehört hier in Oblivia gewissermaßen zur Allgemeinbildung. Nun gut, dann wollen wir uns mal flugs auf den Weg zu Booker machen. Hoffentlich schlägt er uns diese doch recht große Bitte nicht an. Booker und einen Schiffsreparatur abschlagen? Unser Booker? Da kennt ihr ihn aber schlecht. Er wird Luftsprünge machen und Purzelbäume schlagen vor Freude. Ihr werdet schon noch verstehen, weshalb er so ist. Ach ja, was ist da das eigentlich mit all dem Pichu hier auf sich? Die Pokénäpper haben sie allesamt von Isla Dolcini verschleppt. Wir werden sie wieder nach Hause zurückbringen, sobald wir Booker gefragt haben. Das hört sich gut an, da werden sich die Pichu sicherlich freuen. So, dann machen wir uns einmal auf den Socken. Auf die Socken. Ich wette, da als man jetzt hier mit zwei Leuten plötzlich rumläuft, also auch mit dem weiblichen Spielcharakter, liegt daran, dass der Spielcharakter, also den man selber gerade spielt, in Pokémon nie was sagt. Warum auch immer. Deswegen, ja. Ich kriege Pichu auch meine Ukulelenaufwertung wieder. Das wird auch langsam mal wieder Zeit. Die kennen ihn bereits. Was ist das denn hier für ein Radau? Oh, ihr seid es. Dir scheint es gut zu gehen. Das freut mich aber. Dir auch. Und dir auch. Ihr seid ja alle putzmunter. Das ist die Hauptsache. Wo in aller Welt haben diese Pichu denn bloß gesteckt? Sie waren in einen luftleeren Sarg verschlossen. Nein, was war das? Eine Kabine oder sowas? Egal. Die Pokénäpper hatten sie in ihre Gewalt gebracht, sagst du? Genau das, was ich befürchtet hatte. Was sind das nur für Scheiße alle? Das muss für die kleinen Pichu ja ganz entsetzlich gewesen sein. Haben sie sich denn auch bei zwei Rangern und dem ukulelen Pichu bedankt? Sehr schön. Ihr habt euch also alle ganz artig bedankt, wie es sich gehört. Ich habe auch ein kleines Geschenk für euch. Komm mal eben her, mein kleiner Klampfenvirtuose. Yay, eine neue Ukulelenaufwertung. Ich leih mir einmal kurz eine Ukulele, okay? So, das wär's auch schon. Deine Ukulele reagiert jetzt noch besser auf elektrischen Strom. Damit dürften die Töne, die du auf ihr spielst, noch intensiver sein und länger nachklingen als bisher.
Wäre ja genial gewesen, wenn man jetzt ein bisschen so die Pokémon-Main-Theme nachgespielt hätte. Das ist ja ganz toll, Pichu. Übrigens hatte ich auch den Eindruck, dass irgendwer versucht hat, die Ukulele zu stimmen. Also Meister, das war ich, um ehrlich zu sein. Du hast soweit solide Arbeit geleistet, mein Lieber. Und dein Bemühen, deinem alten Meister die Mühe zu ersparen, ist wahrlich aller Ehren wert. Aber Meister, ich werde ja ganz rot. Du hast da noch viel zu lernen, mein lieber Nick. Man sollte später nämlich nicht erkennen können, dass jemand daran rumgewerkelt hat. Sei doch nicht so streng mit ihm. Nimm es dir nicht so zu Herzen, Nick, und gib weiterhin dein Bestes. Wir werden uns dann einmal auf den Weg zur Isla Dolcevi machen, um diese Pichu hier wieder nach Hause zu bringen. Ich werde die Kleinen echt vermissen, aber sie gehören nun einmal nach Hause. Hört mal eben her, meine lieben Pichu. Das Boot, mit dem wir zu Isla Dolcevi übersetzen werden, ist ziemlich klein. Achtet daher darauf, vor Freude nicht so ausgelassen herumzutollen, dass ihr mir am Ende womöglich noch das Boot zum Kentern bringt, ja? Die Kleinen sind doch auch mit dem Schiff hergekommen. Macht ihr bitte keine Sorgen, die sind doch alle ganz brav und wohlerzogen. Allerdings war jenes Schiff auch ziemlich groß. Was? Ein großes Schiff hier in Oblivia? Eigentlich sind wir genau deswegen zu dir gekommen. Ja, die MS Ranger ist auf den Stein gefahren und deswegen kaputt. Los, die MS Ranger liegt im Hafen von Villa Diagonal vor Anker hier. Ihr wollt einen alten Mann wie mich doch jetzt hoffentlich nicht verschaukeln. Also kein Scherz, die MS Ranger hier bei uns im Hafen? Kaum zu glauben. Ihr verwechselt sie auch sicher nicht mit einem ollen Kahn wie der MS Danger? Was? Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass ich euch nicht traue, aber ich glaube sehr erstmal, dass ich den MS Ranger mit eigenen Augen sehe. Ich gehe mal eben persönlich nachsehen. Ich schusse, da habe ich doch glatt das Wichtigste vergessen. Egal, ob es sich um die echte MS Ranger oder einen ollen Kahn handelt, das Loch im Schiffsboden muss auf alle Fälle verschlossen werden. Und dafür brauche ich unbedingt geeignetes Werkzeug. Wo habe ich denn nur mein Werkzeug? Wo habe ich denn nur mein Werkzeug? Jetzt bin ich bestens vorbereitet, um euch auf den Leim zu gehen. Aber was rede ich hier noch lange? Ich mache mich besser gleich auf den Weg. Hey Meister, nimm mich bitte auch mit! Wer passt auf die Werkstatt auf? So muss ein Lehrling sein, fleißig und voller Tatendrang. Dann wollen wir mal hinüber zur Isla Dolcevi. Können die nicht selbst Boot fahren? Warum muss ich eigentlich immer die Arbeit erledigen? Ah, naja, ich mach das mal. Lass mich raten, ich soll dich zur Isla Dolcevi bringen. Kein Problem, los geht's. Und plötzlich verschwindet alles. Das Ukulele, Pichu, die ganzen Pichu und Sonja. So, da wären wir. Isla Dolcevi. Wie die einfach in mir drin waren, weißt du? Ich hab mal eben 4 Pichus in meiner Tasche. Ah, herrlich. Meine lieben kleinen Pichu, ich freue mich sehr für euch, dass ihr jetzt wieder zu Hause seid. Nanu? Das war jetzt aber eine recht knappe Verabschiedung. Aber andererseits ist Gefühlsloselei nun auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir sollen mitkommen. Nanu, was hast du denn bloß so gelesen, Pichu? Was zur Hölle? Was ist denn nur mit euch? Wollt ihr uns irgendwas Bestimmtes sagen? Ach, diese Pichu. Wir haben uns auch bei euch zu bedanken. Eure unermüdliche Heiterkeit hat uns im Unterseeboot ständig dazu angespornt, alles zu geben. Die Laola-Welle.
Na, mein kleiner Ukulelenspieler, da du ja das Partner-Pokémon von Seed bist, wirst du sicherlich nicht mit den anderen Pichu mitgehen, richtig? Wie bitte, Pichu? Nun schließlich warst du ja ursprünglich auch mit allen hier zusammen. Und das Ziel, deine Freundin zu retten, hast du ebenfalls erreicht. Also ich kann schon verstehen, wenn du hier bleiben möchtest. Auch Seed wird sicherlich Verständnis dafür haben. Nun, für uns wäre es natürlich eine große Hilfe und Erleichterung, wenn du uns weiterhin begleiten würdest, Pichu. Was sagst du dazu, Seed? Wenn ich deinen Gesichtsausdruck richtig deute, Seed, dann hast du deine Entscheidung bereits getroffen, nicht wahr? Freust du dich, Pichu? Und so begann ein neues Kapitel für Seed und sein Ukulelen, Pichu. Hey, ihr Ranger! Habe ich euch endlich gefunden! Was gibt es denn, Flavio? Ich sollte euch diesen Brief hier überreichen. Da stehen tatsächlich unsere Namen, aber von wem ist der Brief überhaupt? Von einer hübschen jungen Dame mit ganz zauberhaften blauen Augen. Meinst du etwa Azurauge? Nun mach schon, lies ihn uns rasch vor.